Am 22. und 23. September 2011 fanden in Ludwigshafen die Wirtgen-Technologietage statt. Frisch zum 50-jährigen Wirtgen-Jubiläum wartete die Unternehmensgruppe mit Innovationen in Straßenbau, Straßensanierung, Materialaufbereitung und Verdichtungstechnik auf. Gastgeber Vögle gewährte Einblicke in das hochmoderne Produktionswerk für Straßenfertiger in Ludwigshafen. Wirtgen hat an diesem Standort 100 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen investiert. Hier konnten die Besucher die World of Quality hautnah erleben. Im Werksrundgang präsentierte der Hersteller einen Querschnitt des aktuellen Produktprogramms. Das Bauforum 24 TV-Team sprach mit Vögeles Marketingleiter Roland Schug über das Event, das inzwischen beim interessierten Fachpublikum äußerst beliebt ist. Tradition ist in der Tat schon der richtige Begriff. Wir haben im Jahr 2005 mit den Technologietagen begonnen und seit dieser Zeit haben wir die so ziemlich auch jährlich stattfinden lassen, mit den Ausnahmen, wenn die Baumajahre sind. Auch im Hinblick auf die Besucherzahlen haben wir einfach extrem positive Resonanz. Wir haben damals mit rund 1000 Personen begonnen. Wir haben jetzt hier 3500 Gäste aus der ganzen Welt, aus über 102 Ländern, von allen Kontinenten. Und das freut uns natürlich sehr, dass unsere Kunden so positiv auf dieses Konzept der Technologietage reagieren. Wenn man mit den Gästen spricht, die sagen, diese Fabrik ist ohne jeglichen Zweifel die modernste Fabrik für Straßenfertiger, die jemals gesehen haben. Es ist uns halt damals auch tatsächlich gelungen, seit einem Jahr sind wir hier, ein hochmodernes Werk hier auf der grünen Wiese entstehen zu lassen. Und so sieht es aus und so kommt das auch bei den Kunden an. Die Kernthemen sind zweifelsohne jetzt hier die Präsentation unserer neuen Fabrik von Vögele an die Kunden. Viele Kunden aus dieser Welt hatten noch keine Gelegenheit, die Fabrik zu sehen. Wir wollen auf der anderen Seite natürlich da die ganz, ganz große Bandbreite unserer Technologie zeigen. Es ist egal, ob Wirtgen, Vögele, Hamm oder Klemann, niemand hat eine so breite Produktpalette in seinen Segmenten zu bieten. Und natürlich ist es einfach auch ein ganz großer Gedankenaustausch zwischen den Menschen. Viele Menschen treffen, Fachgespräche führen, Menschen zusammenbringen, das ist unser Ansinnen. Die Wirtgen-Technologietage waren ein voller Erfolg. Sie haben bereits Appetit auf 2012 gemacht. Dann finden sie am Wirtgen-Stammwerk in Windhagen statt. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.